Nicht nur ihr, die Klicksum-Zuschauer vermuten, dass es sich beim interstellaren Objekt, das durch unser Sonnensystem gerast ist, um ein fremdes Raumschiff, um ein Alien-Raumschiff handelt. Ein Forschungsteam des Breakthrough Listen-Projektes will heute das weltgrößte bewegliche Teleskop auf das interstellare Objekt ausrichten, um es abzuhören. Das Team um den Astronomieprofessor Avi Loeb von der Harvard University rechnet sich tatsächlich Chancen aus, von dort Signale zu empfangen. Alle Infos dazu jetzt bei Klicksum Science and Fiction. Herzlich willkommen. Es ist wirklich frappierend. Zum ersten Mal wurde ein Objekt beobachtet, das aus dem interstellaren Raum gekommen ist und durch unser Sonnensystem geflogen ist. Und dabei vollführt es noch ein perfektes Swing-by-Manöver um unsere Sonne, so wie wir Menschen es mit Satelliten und Planeten in unserem Sonnensystem machen. Und es hat noch eine ganz besondere und tatsächlich seltsame Form, die eines Speers oder eben eines Raumschiffes. Zitat: Dieses Ding ist sehr merkwürdig. Das sagt Karen Meach von der Universität von Hawaii. Das Team der Forscherin hat das Objekt aufgrund von Beobachtungsdaten näher beschrieben und ist wirklich ziemlich spooky. Das Team hat herausgefunden, dass das Objekt alle 7,3 Stunden um seine eigene Achse rotiert und dabei immer heller und wieder dunkler wird, um das Zehnfache. Zitat: Diese ungewöhnlich starke Helligkeitsänderung deutet darauf hin, dass das Objekt sehr lang gezogen sein muss, etwa 10-mal so lang wie breit, mit einer komplexen, gewundenen Form, erklärt die Forscherin Meach. Auch extrem seltsam, das Objekt hat eine Farbe. Es ist rot. Und auch ihr habt vermutet, dass es ein Raumschiff ist. Trap bekam 98 Likes für diese Einschätzung der Lage. Zitat: Ich denke immer noch, dass es ein Raumschiff ist, was von Galaxie zu Galaxie fliegt und sich die Gravitation vom Planeten zunutze macht, um angetrieben zu werden. Ein Swing-by-Manöver vermutet Trap auch. Und das ist offenbar auch eine Ansicht, die Astronomie-Teams teilen. Heute soll das Greenbank-Teleskop im US-Staat Virginia 10 Stunden lang auf 4 verschiedenen Funkübertragungsbändern nach Radiosignalen des Objektes suchen. Das Objekt ist inzwischen rund doppelt so weit von der Erde entfernt wie die Sonne. Es ist also noch relativ nah und es ist relativ einfach, selbst schwache Signale zu empfangen. Dort Signale zu finden, wäre für das Forschungsteam nicht komplett ausgeschlossen. Am 2. September tauchte das interstellare Objekt ja senkrecht zu den Umlaufbahnen der Planeten in unserem Sonnensystem zwischen Sonne und Merkurbahn ein. Die Gravitation der Sonne lenkte das Objekt dann unterhalb der Sonne in Richtung Erde um, wo es unterhalb der Erdumlaufbahn am 14. Oktober an der Erde vorbeiflog. Inzwischen ist das Objekt durch die Umlenkung der Sonne wieder über die Planeten hinausgeschossen worden. Dabei wurde das Objekt erst entdeckt, als es schon an der Erde vorbeigeflogen war. Am 18. Oktober 2017 spürte das 1,8 Meter Teleskop Pan-STARRS 1 auf der Hawaii-Insel Maui das Objekt auf. Und dann ergaben die Bahnberechnungen des Objektes sehr schnell, dass es nicht von dieser Welt war, nicht von einem anderen Planeten hier im Sonnensystem und überhaupt nicht aus unserem Sonnensystem. Es gab sogar noch überhaupt keine Kategorie für das Objekt. Und weil es irrtümlich für einen Asteroiden gehalten wurde, bekam es erstmals die falsche Bezeichnung A2017-01. Inzwischen hat die Internationale Astronomische Union eine neue Kategorie für interstellare Objekte eingeführt. I ist jetzt die Bezeichnung. Es ist also jetzt 1I2017-01 und hat auch einen hawaiianischen Namen bekommen: Oumuamua. Wenn es nicht so unglaublich unwahrscheinlich wäre, könnte man es eben für ein Raumschiff halten, so extrem seltsam, wie es aussieht. Hinzu kommt, Zitat: Außerdem konnten wir bestätigen, dass es vollständig inaktiv ist, weil wir in seiner direkten Umgebung nicht den geringsten Hinweis auf Staub finden konnten, berichtete Meach. Und das Forschungsteam vermutet deshalb, dass das fremde Objekt aus Gestein oder eben einem Mix mit hohem Metallanteil besteht. Das würde für ein Raumschiff sprechen. Und anders als zunächst vermutet, hatte es nicht einen Durchmesser von 160 Metern, sondern war sogar 400 Meter lang. Es ist ein wirklich, wirklich seltsames Objekt. Also eben Grund genug, es jetzt zu untersuchen. Allerdings schätzt das Forschungsteam die Chancen als gering ein, tatsächlich Signale von dem Objekt zu empfangen. Eine Wahrscheinlichkeit gibt es zwar, aber sie ist gering. Aber auch wenn keine Signale von Oumuamua gesendet werden, ist diese Abhöraktion heute nicht vergeblich. Das Astronomieteam erhofft sich auch weitere Daten, die Aufschluss über die Zusammensetzung des Objektes geben. Ist es eher ja, wie so ein Asteroid aus Stein oder eine Art Komet mit Eis und Staub? Ja, wenn ihr also kein Video zum aktuellen Stand verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den auf die Glocke, nur dann werdet ihr auch über die neuesten Videos informiert. Hier geht es weiter und dafür einfach draufklicken mit dem ersten Video zur Entdeckung des Objektes. Sensation, interstellares Objekt rast durchs Sonnensystem mit weiteren Infos. Und ansonsten bis dann. Bleibt dran.